Jetzt haben wir bei uns den Sprecher des Landeselternverbands Wien, Karl Wulit. Herzlich willkommen. Schönen Tag. Und wir blicken natürlich gleich in die Schulen im Moment gerade und Sie haben schon einen Überblick. Heute ist ja auch der erste Tag des Schullockdowns. Das heißt, es ist zwar weiterhin offen, Präsenzunterricht gibt es, aber bitte zu Hause bleiben, heißt es. Wie viele Schülerinnen und Schüler sind denn heute tatsächlich gekommen? Es ist an und für sich ein Widerspruch in sich zwischen Schulen haben offen und bitte zu Hause bleiben. Was wir an Rückmeldungen bekommen haben, breites Spektrum von Volksschule bis zu höheren Schulformen, ist, dass die Mehrzahl doch in die Schule gegangen ist. Das war auch deutlich zu sehen in der Früh bei den Verkehrsmitteln. Und das ist auch die Rückmeldung, die wir bis jetzt im Landeselternverband erhalten haben. Eine sehr schwierige Situation, weil wir Eltern haben, die genau das Gegenteil gemacht haben, also die Kinder nicht in die Schule geschickt haben und die sich jetzt fragen, wird mein Kind benachteiligt, werden wir benachteiligt, wie gehen wir damit um? Was ist denn Ihre Empfehlung eigentlich als Elternverband? Sollen die Schüler zu Hause bleiben? Sollen die Schüler in die Schule gehen? Wie sollen Eltern umgehen mit dieser doch sehr unklaren Situation? Also rein als Elternteil, der sich um die Ausbildung und die schulische Sequenz der Kinder Gedanken macht, da sind wir sehr froh gewesen, dass die Schulen offen haben. Dass es dann widersprüchliche Aussagen gibt, finden wir bedauerlich, weil das hätte durchaus vermieden werden können. In Wien gab es zumindest vom Bildungsstadtrat klare Aussagen, dass er die Schulen offen halten möchte. Die Diskrepanz zwischen dem, was man sagt und dem, was man meint und vor allem dem, was dann in den Schulen ankommt, ist eine sehr breite. Es gibt die Schulen, die bereits jetzt über Schularbeiten reden, obwohl der Minister ganz klar empfohlen hat, doch die nächste Zeit eher mit Wiederholungen zu beschäftigen und das nicht, obwohl Unterricht laut Stundenplan stattfinden soll, nicht auf die Spitze zu treiben. Es gibt noch genug Defizite. Die klare Empfehlung wäre, hinzuschicken, wie das, was jetzt die Inzidenzen betrifft, aussieht, ist, glaube ich, ein anderes Kapitel. Aber das heißt, Sie empfehlen schon, den Eltern die Schüler in die Schulen zu schicken, weil sie befürchten, dass die sonst einen Lernnachteil haben. Oder? Genau, solange das nicht klar geregelt ist, ja, dass hier, dort wirklich nur wiederholt wird und nicht Schularbeiten gemacht werden oder Tests abgehalten werden, kann man eigentlich nur empfehlen, die Schüler hinzuschicken, weil sonst diskutiert. Da gibt es noch immer keine Regelung, dass keine Schularbeiten und Tests abgehalten werden? Nein, es gibt die Empfehlung des Ministers, aber es gibt ganz individuelle schulautonome Regelungen und davon halten wir überhaupt nichts. Was heißt denn das jetzt, wenn Kinder zu Hause sind? Weil es gibt ja kein E-Learning, kein Distance-Learning, wie wir es bei den anderen Lockdowns hatten. Das heißt, die Schüler müssen selber oder mit den Eltern lernen. Aber nach welchem sozusagen Stundenplan geht man da vor? Gibt es da irgendwelche Vorgaben? Also wenn sie in der glücklichen Situation sind, dass sie überhaupt Tagesfreizeit haben, was ja nicht alle haben, dann heißt es so schön, dass man sich Lernpakete abholen kann, die es am Freitag naturgemäß noch nicht gegeben hat. Das bedeutet, dass Eltern heute trotz Lockdown in die Schulen fahren müssen, sich diese Lernpakete abholen, das nach Hause bringen und dann überlegen, wie kann es gehen. Also eine klare Spaltung der Gesellschaft in Richtung von, man hat Tagesfreizeit und hat vielleicht auch die pädagogische Grundbildung, die es ermöglicht, die Kinder selbst daheim zu unterstützen, hin zu denen, die sich das aufgrund der Arbeitsverhältnisse nicht leisten können. Wie weit es dann noch Sinn macht, Schularbeiten durchzuführen und ganz klar die Schülerinnen, die aus der Überlegung der körperlichen Sicherheit zu Hause gehalten werden, zu diskriminieren, weil sie an Schularbeiten oder Tests nicht teilnehmen können, ist eine andere Geschichte, die wir natürlich auch nicht gut finden. Wenn Sie jetzt von Lernpaketen sprechen, wie sieht denn so ein Lernpaket aus und gleichzeitig, was hindert denn eigentlich die Schulen daran, dass sie zum Beispiel eben dann den Unterricht auch für diejenigen, die zu Hause sind, einfach streamen? Ich denke, es wird ganz individuell davon abhängen, wie so Lernpakete ausschauen, von der Schulform, wie alt die Kinder sind und auch von Ausstattung und Willen der Schulen. Und ich meine bewusst Willen, weil es hier auch unabhängig von der Ausstattung auch noch das pädagogische Herangehen gibt, dass man sagt, das ist nicht möglich. Von der didaktischen Seite her sowohl Online-Unterricht wie auch Präsenzunterricht zu machen. Es gibt zwar einige Erwachsenenbildungseinrichtungen, die das können, Schulen können es offensichtlich nicht oder wollen es offensichtlich nicht. Und es ist wirklich die Frage, wäre es nicht sinnvoller, es gesamt anzubieten als zweiten Kanal? Dann würde es nämlich sehr vielen Eltern erleichtern, die Entscheidung, die Kinder zu Hause zu lassen. Wenn ich weiß, ich kann mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen,
zumindest das Kind zuhören lassen bei dem, was die Kinder tagsüber in der Schule lernen, wäre das eine gute Möglichkeit, auch wenn es nur ein Laptop wäre, der die Lehrerin abfilmt und man verzichten muss, dass es halt andere Möglichkeiten gibt. Warum es nicht der Fall ist, wird uns meistens erklärt mit der fehlenden technischen Ausstattung in den Schulgebäuden, was natürlich in Zeiten wie diesen weiterhin ein Armutszeugnis für das österreichische Bildungssystem ist. Und abschließende Frage noch, jetzt ist dieser Lockdown einmal für 20 Tage angesetzt. Wir wissen von vorherigen Lockdowns, dass die dann oft länger gedauert haben. Was ist denn Ihre Vermutung? Glauben Sie, dass nach 20 Tagen dann die Schulen wieder in einen Normalbetrieb gehen werden oder befürchten Sie, dass das vielleicht doch länger dauern könnte? A, befürchte ich, dass es länger dauern könnte und B, die weit größere Befürchtung ist, dass man uns dann erklären wird, dass der Hauptort für Ansteckungsfälle die Schulen waren. Weil ja jetzt schon klar ist, dass die größte Zahl an Inzidenzien die Jugendlichen sind, zwischen 12 und 17, wenn es nur darum ginge, das zu beweisen, um uns dann wieder in die Position zu versetzen, dass wir die Kinder noch länger zu Hause lassen müssen, wäre das sicherlich ein Weg, der nicht zu begrüßen ist. Viel besser ist es natürlich, die Kinder weiterhin zu testen, aber auch dafür zu sorgen, dass durch entsprechende Informationen die Impfraten steigen. Denn wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass wir an einer höheren Durchimpfungsrate nicht vorbeikommen. Daher ist eine unserer wesentlichsten Empfehlungen, auch im Hinblick auf die bevorstehende Impfpflicht ab Februar, das möglichst für alle, die es vertreten können und wollen, bereits jetzt vorzuziehen. Es dürfte so aussehen, dass bereits Kinder ab 5 demnächst wirklich auch offiziell impfbar sind. Also ist unsere Empfehlung für alle, das vorzuziehen, damit wir möglichst keinen weiteren Lockdown mehr erleben müssen. Vielen Dank, Herr Dulit, für diese Einschätzung.